Lars Rösti, ihr seid einer der Aufsteiger in dieser Saison. Ihr seid im Kader das erste Mal und seid für einen Europacup vorgesehen. Was ändert das in der Vorbereitung auf den Winter für euch? Ja, in dieser Vorbereitung ist sicher das Training schon viel intensiver. Ich bin fast wöchentlich jetzt in Macklingen hier und trainieren. Und die letzten Jahre habe ich einfach immer nach der Arbeit noch etwas gemacht. Und jetzt ist schon der ganze Tag steht mir zur Verfügung zum Training. Also die Arbeit ist jetzt in dem Fall ein bisschen auf Eis gelegt in diesem Moment? Ja, momentan schon eigentlich eher auf Eis gelegt. Ich bin schon jetzt sehr für das Training da. Und wie hat sich das Training inhaltlich verändert? Gibt es da auch Unterschiede zum vorher, wo ihr im regionalen Kader trainiert habt oder im RLZ? Ja, gross eigentlich nicht. Eigentlich die Basissachen sind immer halt Kraft, Beine und Rumpf. Das ist immer das, was bleibt. Vielleicht ein bisschen die Übungen sind ausgeprägter. Das. Und wie seid ihr aufgenommen worden da von euren Kumpels? Das sind ja schon zum Teil Fahrer, die schon relativ lange in den Kader drin sind. Und jetzt kommt da ein neuer. Ist das kein Problem gewesen? Nein, ich habe mich ziemlich gut eingelebt, glaube ich. Ja, schon die Jüngste und es sind schon ein paar Eltern dabei. Aber sie sind halt erfahren und können mir vielleicht noch etwas auf den Weg mitgeben. So. Und ihr seid ja auch vorgesehen primär für einen Speed im Europacup. Habt ihr euch da schon irgendwelche Saisonziele gesteckt? Oder lasst ihr es ein bisschen auf euch zukommen, wenn dann vielleicht die ersten Skitage durch sind, dann vielleicht ein bisschen genauer etwas definieren in Sachen Ziel? Ja, nicht eigentlich. Also letztes Jahr bin ich auch schon etwas Europacup gefahren und schon etwas in Punkt. Und mein Ziel wäre eigentlich schon für dieses Jahr, dass ich regelmässig könnte in Punkt fahren, ja. Und jetzt kommen wir in einen Winter, wo leider gerade Kitzbühel nicht ist. Letztes Jahr ist ja Kitzbühel zuerst mal mit einem Rennen im Europacup gross rausgekommen. Ist das für euch ein bisschen schade? Oder könnt ihr da gut sagen, ja, dann warte ich halt ein Jahr? Weil zwei Jahre ist es ja dann wahrscheinlich wieder im Kalender drin. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, da kann ich jetzt noch ein Jahr länger warten. Aber würdet ihr euch freuen auf Kitzbühel? Ja, sicher schon. Also, ja, wahrscheinlich schon. Prima, dann wünschen wir euch ein gutes Training. Ich denke, das Skitraining fährt so Ende Juli wahrscheinlich mal an. Dann noch gut schwitzen im Kraftraum und toi 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 für die nächste Saison. Merci vielmals. Merci.